Krokodil. Oh, der. Das ist Jonas, 7 Jahre alt. Und das Maria Rodenacker. Guck hier. Im Zoo. Super. Jonas kann lesen. Das hat er bei Frau Rodenacker gelernt. Verkauf. Und Jonas. So wie Jonas sollte jedes Kind mit Down-Syndrom lesen lernen. Dazu rechnen und schreiben. Das sei wichtig für seine Zukunft, sagt Maria Rodenacker. Bis jetzt sind die in Heime oder irgendwo anders untergebracht nach der Schule. Aber ich denke, die haben eine super Chance dazu, in unserer Gesellschaft eine selbstständig, zum Beispiel einen Job zu kriegen. Also eine Beschäftigung nachzugehen, die den Kindern oder diesen Menschen adäquat ist. Um das Schreiben zu lernen, soll Jonas nun einfache Worte zusammensetzen. Ich habe eine Freundin, die heißt, pass mal gut auf, guck mal her. Die heißt Nina. Oh, Nina. Dafür braucht er 4 Buchstaben. Jonas kennt diese Buchstaben. Eine Freundin heißt Nina. Ein Freund, der Nico heißt. An Nico und Lena hat er sich schon versucht. Nina, bitteschön. Such dir raus. Nina. Jonas wählt ein I, ein L und ein A. So. Merkwürdig. Dankeschön. 1, 2, 3, 4. Ja, alle da. Dann ist bis an. Ein anderer Schüler von Frau Rodenacker. Nahat. Nahat ist 11. Darf man 3 mal würfeln? Oh, 6. Wow. Sein Lieblingsspiel ist Mensch, ärgere dich nicht. Ja, dann muss man nach Hause. Souverän geht er mit Würfel und Spielfiguren um. Zählen kann er gut. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nun verschwindet das Spielbrett. Nüsse kommen auf den Tisch. Das sind ganz viele, oder? Ganz viele Nüsse. Und 2 Nüsse für Nahat. Nahat, nochmal 2 Nüsse. Das schaffen wir. Wow, er schafft es mit einem Griff. Für mich? Und Frau Miss sagen ja noch eine Runde. Dann soll er sich wieder mit einem Griff, das heißt ohne nachzuzählen, 4 Nüsse nehmen. Bitte, 4 Nüsse. Er scheitert. Okay. 4 Nüsse? Die Problematik ist so, dass die Kinder, wenn es ein Chaos gibt, ein Chaos, wie sie erlebt haben, auf dem Tisch, egal wo Chaos ist, kommen die Kinder nicht mehr zurecht. Heißt das, dass sie anders auf die Welt gucken, sich anders orientieren? Fabian ist 1,5. Er beobachtet aufmerksam eine blaue Maus. Wir sind bei Wissenschaftlern der Uni Hamburg. Sie zeigen Fabian jetzt eine Gruppe von 3 Mäusen. Fabian wirkt plötzlich unkonzentriert. Er scheint das Interesse zu verlieren. Er schaut erst wieder hin, als dort nur 2 Mäuse auftauchen. Man sieht deutlich, dass die Aufmerksamkeit steigt bei weniger. Die Hamburger Wissenschaftler und Professor André Zimpel glauben, Menschen mit Down-Syndrom verarbeiten Informationen anders. Vor allem, wenn es sich um viele Informationen handelt. Die Wissenschaftler haben einen speziellen Test entwickelt. Wie viele Striche sind das? 6? Man muss sehr aufmerksam sein. Die Striche tauchen nur eine Viertelsekunde lang auf. Die Probandin schreibt 6 statt 3. Yes. Und hier? 14. Also wir haben ganz einfach Strichlisten und auch Punktwolken Menschen mit Trisomie 21 und Menschen ohne Trisomie 21 gezeigt. Und diese Diagramme zeigen sozusagen die richtige Nennung der Anzahl. Das heißt, wie viele Personen haben die richtige Anzahl genannt? Und dann stellen wir fest, dass Menschen mit Trisomie 21 nie einen Fehler machen bei Mengen, die ein Element haben und bei Mengen, die 2 Elemente haben. Aber schon ab einer Menge von 3 nehmen die Treffer ab, ergab diese erste Stichprobe. Bei 4 Elementen wird es schwierig. 5 hat kaum jemand erfasst. Bei Menschen ohne Trisomie 21 können wir keine Fehler messen, etwa bis zu einem Umfang von 4 Elementen. Die ersten Fehler treten auf bei 5 Elementen und nehmen dann dramatisch zu bei 6, 7, 8 und so weiter Elementen. Auch Nahat hat Probleme mit größeren Mengen. Damit er besser klarkommt, geht Frau Rodenacker schrittweise vor.
Sie sortiert die Nüsse in mehrere kleine Gruppen. Zwei Nüsse. Wenn die Menge auf diese Weise strukturiert ist, kann sich Nahat besser orientieren. Ich nehme auch zwei Nüsse. Frau Missarian, bitte auch zwei Nüsse. Nahat, noch mal, schau dir das gut an. Guck dir noch mal drei Nüsse. Drei Nüsse. Wow, das sieht gut aus. Bitte. Auch vier Nüsse schafft er auf diese Weise. Frau Rodenacker verwendet gerne außergewöhnliche Methoden. Oh, fantastisch. Das ganz Wichtige ist, dass wir über viele, viele Sinneskanäle arbeiten. Das heißt also sowohl über, erstmal über das Sehen, über das Hören, über das Fühlen und gleichzeitig über die Bewegung. Stopp, super, super. Das auch Zahlen kann man fühlen, zum Beispiel indem man sie hüpft. Eine typische Übung aus Frau Rodenackers Mathematikunterricht für Kinder mit Down-Syndrom. Jetzt pass gut auf, jetzt hüpfe vier Kästchen. Boah, super. Vier Kästchen, bitteschön, vier Kästchen. Gleichzeitig trainiert Nahat dabei Muskelkraft und Koordination. Jonas. Auch Jonas bekommt eine Hilfestellung, damit er sich in der Menge der Buchstaben nicht verirrt. Richtig? Weil Frau Rodenacker ihm mit Lautgebärden hilft, schafft er es, seinen eigenen Namen zu schreiben. Alle sind da. Jonas. Bravo. Nicht kaputt machen. Nein, nicht. Auf keinen Fall. Hör mal zu, hör mal zu. Jonas ist stolz und freut sich schon auf die nächsten Aufgaben. Das Mädchen.